Auf den ersten Blick ist Chiara ein ganz normales Mädchen. Sie geht zur Schule, trifft sich mit Freunden und ist ein großer Harry Styles-Fan. Doch die junge Ostallgäuerin hat großes Talent. Mit der Unterstützung ihrer Mutter hat sich die 14-Jährige aus Pfronten bei The Voice Kids beworben. Einen Auftritt im Fernsehen und vor so großem Publikum hatte sie davor noch nie. Ich war so aufgeregt. Also ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben irgendwie so extrem nervös und aufgeregt. Und das hat man mir, glaube ich, auch am Anfang so ein bisschen angemerkt. Aber dann so, während ich dann im Lied war, ist es dann immer weniger geworden, einfach weil ich immer mehr in die Musik so eingeflossen bin. Nach weniger als einer Minute hatte sie Alvaro Soler und die Fantastischen Vier von sich überzeugt. Bei der Entscheidung hat sie sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Das war eigentlich eine totale spontane Entscheidung. Also ich fand ja immer die Fantas total cool und wollte ja unbedingt zu denen. Und dann, das war einfach aus dem Bauch heraus. Es gab keinen ausschlaggebenden Punkt so richtig. Einfach Alvaro hat mir gesagt, was ihm an mir gefallen hat und an meiner Stimme. Und das hat mich dann einfach umgestimmt. Bei den Battles fiel die Wahl von Sänger und Songwriter Alvaro Soler aber auf ein anderes Mädchen. Ihre Entscheidung bereut Chiara trotzdem nicht. Sie konnte viele Erfahrungen durch ihre Teilnahme sammeln. Also unglaublich viel, viele Tipps von den Vocal Coaches, viele Tipps von Alvaro, schöne Erfahrungen und Erlebnisse mit denen, die ich kennengelernt habe, und ich nehme sehr viel mit. Außerdem hat sie eine Ukulele als Willkommensgeschenk bekommen, auf der kann sie auch ein bisschen spielen. Die junge Allgäuerin ist allgemein sehr musikalisch. Neben dem Klavier spielt sie auch noch Gitarre. Unterrichtet wurde sie aber in keinem dieser Instrumente. Chiara hat sich alles selbst beigebracht. Rückblickend kann sie es kaum fassen, dass sie bei The Voice Kids dabei gewesen ist. Auch heute, vor einem Jahr, hätte ich mich nie getraut, einfach mich auf so eine große Bühne zu stellen, weil ich ja einfach nur vor meiner Mama gesungen habe und ein kleiner Teil von meiner Familie und nicht mal das richtig. Und dann vor so einem riesen Publikum zu singen und vor 4, 5 weltberühmten Menschen, ist einfach krass. Trotz der wertvollen Erfahrung, die sie gesammelt hat, plant sie keinen weiteren Fernsehauftritt. Mit der Musik will sie auf jeden Fall weitermachen, aber eben nur für sich selbst. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.